Schönen guten Tag am 22. Mai um 12.23 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem Film geht es mal um die Nasdaq. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr besprochen, weil ich ja im Urlaub und krank war. Immer noch leicht krank bin, aber es geht jetzt alles besser. Mal schauen, ob Sie meine Stimme so verstehen können. Nasdaq habe ich das letzte Mal gemacht vor 5 Wochen und damals sagte ich, ganz langsam geht das Ding hoch Richtung neues All-Time-High. Das hat es gemacht. Hier, wir haben die 7.900 nicht gesehen, wir sind sie bei 7.855, haben wir dann mehrfach top gemacht, so einen kleinen Deckel drauf gesetzt. Und dann hat es das erste Mal, der die das Nasdaq hier korrigiert. Das alles, das sind ja nur so kleine Behelfskorrekturen, sagen wir es mal so. Aber das war jetzt das erste Mal eine Korrektur, wo man wirklich von einer Korrektur sprechen kann. Von 7.855 runter bis zu 7.300. Jetzt versucht sich der Freund hier, Hometown of Tesla, versucht sich jetzt hier in einer Art Stabilisierung. Das kann ihm gelingen. Was während dieser gesamten Phase hier nicht passiert ist, wir haben nicht ein einziges wichtiges Fibonacci Retracement gesehen. Das erste wichtige liegt momentan hier bei 7.100 und verbindet sich da mit der 200-Tage-Linie 7.130. Das ist das 38,2 Retracement. Das würde ich eigentlich ganz gern sehen. Wir haben von der Technik her, fangen wir mit der an, habe ich hier nichts Besonderes. Das ist keine schöne Sinuskurve, das ist hoch, tiefer, kann ich nicht viel mit anfangen momentan. Und der Oszillator ist auch ziemlich neutral. Die Bänder sind etwas aufgegangen, das obere Band, das ist der Bewegung entgegengesetzte Band, verliert jetzt ein bisschen die Richtung, sodass ich hier entweder eine Seitwärtsbewegung oder eine leichte Korrekturphase erwarte. Diese Korrekturphase kann meines Erachtens durchaus gehen, hier bis zur 20-Tage-Linie. Im Moment 7.638, wird aber noch ein bisschen fallen und verbindet sich dann hier mit diesen kleinen Chartpunkten, die wir haben, um die 7.630 herum. Das kann der locker sehen, das ist ja auch nicht viel. Ja, das kann der sehr gut sehen und da muss er sich erneut beweisen. Ich gehe mal ganz kurz mit Ihnen auf die Woche, dass Sie die auch mal im Blick haben. Hier können Sie die Korrektur sehen. Wirklich endlich mal eine Korrektur. Fast bis zur 20-Wochen-Linie. Ja, 7.270 momentan. Wir sind weiter vom Trendfolger negativ, so hastig auch negativ, wenngleich schon im neutralen Bereich. Also von hier aus kann ich momentan keine neuen Startschüsse sehen für irgendwelche Aufwärtsbewegungen, längerfristige Aufwärtsbewegungen. Momentan nicht. Gehen wir zurück auf den Tag. Ich mache es ein bisschen mehr Kurse rein. Also, wenn er der Meinung ist, dass der das doch schafft, die 20-Tage-Linie und hier drüber geht, was nicht meine Meinung ist, dann muss er sich einen Call suchen, der hier drunter liegt. Das ist unter der 7.250. Ich könnte da Folgendes anbieten von Goldman Sachs, sowas hier. Eine, ich runde leicht, 7.200er K.O.-Schein mit momentan einem Hebel von 30. Das ist keine kleine Option. Das ist die Kennnummer GT9YVF. Der würde also hier drunter liegen. Ist nicht mein erste Mal, muss ich ganz klar sagen. Vielleicht geht er hier hoch, aber ich rechne eigentlich eher am Ausatmen, im größeren Ausatmen. Ein Put für die Watchlist wäre sowas zum Beispiel hier. Da, 7.940er, damit liegen wir oberhalb von diesem All-Time-High. Ungefähr 50, ja, rund 50 Punkte weg. 7.940er Basis im Moment auch von Goldman Sachs ist die GM1YL8, ein Open-End-Schein, der also jeden Tag seine Basis reduziert. Der ist nicht für heute hier und jetzt gedacht, hat im Moment einen 15er Hebel. Ich rechne damit, dass wir vielleicht nochmal durchaus da hochgehen können. Spätestens, wenn wir hier die 7.253 unterbieten, dann kann der auch rein. Da kann ich aber auch einen tieferen nehmen, der um die 7.640 liegt. Aber soweit ist es momentan nicht. Im Moment kommt der für mich hier auf die Watchlist, die 7.940er, der liegt hier etwas oben drüber am oberen Band. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.